Und oh, ich werde hier von hinten angegriffen. Ja, ihr Schweine. Ja, ich benötige überhaupt keinen Heiltrank. Kannst du mir so lange sagen, wie du willst? Meine Kraft kehrt zurück. Ah, ja. Wunderbar für dich. Also ist die Frage, ob dieses intensive Audio-Feedback wirklich nötig gewesen wäre. Oder ob das dann einem über Zeit wirklich auf den Sack gehen wird. Was ich mir noch vorstellen könnte. Wenn ihr hier dann immer so irgendwelche komplett sinnlosen Sachen sagt, wie meine Kraft kehrt zurück oder ich wurde geheilt, was man einfach mal selber verdammt gut weiß, wenn man das gerade in Auftrag gegeben hat. Für euch ist es vielleicht ganz nützlich, könnte ich mir vorstellen. Aber so ist es eher, Champion-Sieger. Lass mich mal weglaufen. So, schießen wir auf den hier oben jetzt vollends. Ein Hund steht noch. Okay. Sind wir noch ganz gut durchgekommen nochmal. Rennen wir uns hier mal wieder schnell ein bisschen den Weg frei und brechen uns da oben hier schon wieder voll auf den Rasen. Deswegen werden keine Partys in meinem Garten gefeiert. Wenn immer solche Leute wie ihr dann dabei sind, die immer alles voll reiern. Na? So. Ach je, ich dachte gerade schon, jetzt kann ich nochmal ins. Oh, was ist denn da los? Ein Schatzgoblin. Dem schieße ich einfach mal einen Rücken. Uah. Anscheinend tue ich das nicht. Sondern ich lasse den Schatzgoblin erstmal kurz wegrennen. Bis ich hier wieder. Ah, der verliert seine Spur. Och nee. Sekunde mal schnell. Bevor wir uns um diesen Schatztypen kümmern, haben wir hier andere Probleme. Ich brauche erstmal neue Hunde natürlich. Und dann jetzt den hier noch und dann. Uah, okay. Wie ihr seht, mir passiert es immer noch, dass ich hier automatisch nach vorne renne. Einfach weil man eben gedrückt hält. Ganz intuitiv. Wo kam der gerade raus? Ich will jetzt diesen Schatzgoblin finden, ganz unbedingt. Und dabei noch ein ganz paar Grabsteine aus dem Weg schießen. Macht ja nichts. An alle! So. Und da oben, da blinkt jetzt hier der Friedhof der Verlassenen. Da will ich aber eigentlich noch gar nicht hin. Die Goldspur hat gerade aufgehört. Also wahrscheinlich war ich da dann einfach zu langsam oder sowas. Sagt mir das mal, erklärt mir das mal. Irgendjemand weiß das sicher, der hier zusieht. Kann man die erwischen? Kann man die fangen? Und jetzt kommen die hier schon über den Rand hoch. Kann man diese fangen, diese Schatzgoblins? Lassen die da was Tolles fallen? Oder ist die Belohnung schon dieser Streifen aus Gold, den die da fallen lassen und dann einfach abhauen? So, da. Hier ist der komplette Boden einmal durchgebrochen. Hahaha. Natürlich ist er das. Jetzt weiß ich auch warum. Weil die Untoten ihn sich gegraben haben. Ganz eindeutig. So. Hier nochmal ein Baumstumpf gerade kaputt geschossen. Hier, da ist der Friedhof schon. Und da wollen wir dann natürlich rein. Aber erst, sobald ich hier jetzt mal. Ach gut, jetzt schließt sich hier langsam ein bisschen. Sobald ich jetzt mal noch ein paar Sachen erforscht habe, unter anderem möchte ich in diesen Baumstamm oder in diese Höhle dann nochmal rein, hier da unten, in die Höhle der Gefallenen, die will ich mir ganz unbedingt angucken. Und, na, da kommen schon wieder welche. Ich habe sie schon irgendwo rumtapsen gehört, deswegen war ich gerade so leise. Und das sieht schon verdammt cool aus, muss man sagen. Also es gibt ja große Diskussionen darüber, Grafik total scheiße, nicht zeitgemäß, Comic-Stil sowieso. Ich meine, das ist halt mittlerweile nun mal einfach Blizzard, dieser ganze Stil. Und
über den kann man wahrscheinlich einfach auch nicht großartig streiten, weil es nichts bringt. Aber wenn man sich das einfach mal anguckt, hier gerade diese Stelle mit dem Lichteffekt, der ist einfach schon ziemlich cool gemacht. Klar gibt es schönere Sachen als hier, sowas, diese Grasbüschel. Meine Güte. Gerade bei dieser Art von Spiel kommt es ja auch nicht drauf an, dass man das totale Grafikbrett vor sich hat, sondern dass einfach diese Stimmung gut rüberkommt. Und da bringt so eine gut platzierte Straßenlaterne im Nebel und eine schöne Musikuntermalung einfach 100.000 Mal mehr, als dass man das hier jetzt unbedingt auf dieser neuen Battlefield-Grafik-Engine aufbaut oder sonst irgendeinen Mist. So, gucken wir mal die Höhle an. Und die Ladezeiten sind natürlich auch extrem schnell in diesem Spiel. Und schauen wir mal. Die haben nämlich Hörner, die Skelette. Habe ich es doch richtig gesehen. Also, brauchen wir gar nicht traurig sein, dass hier jemand gestorben ist. War eh nur ein Flugzeug. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut, gerade so wieder diese Giftpfeil. Und wenn das einfach regelmäßig passiert, dass auch so eine... Wisst ihr, was das für Viecher sind? Ich bringe den Gedanken mal schnell zu Ende. Wenn das hier öfters passiert, dass diese Fähigkeiten eben immer wieder geupgradet werden mit neuen Runen, dann hat man doch so eine schöne Abwechslung eigentlich im Benutzen der Fertigkeiten. Und ihr seht mal, verrotteter Schamane der Gefallenen. War das... Nee, das war nicht die Höhle der Gefallenen aus dem ersten Akt, oder? Ganz am Anfang, das allererste Quest von Diablo 2. Diese Gefallenen sind jedenfalls im ersten Akt von Diablo 2 überall rumgerannt. Und die Schamanen haben die wiederbelebt. Die haben hier immer so eine Standarte in der Hand gehabt und haben dann Feuerbälle geschossen und die kleinen Schamanen wiederbelebt. Und das war übelst nervig, die Viecher. Weil die einfach mal irgendwie in Horden von 50 Stück kamen, also die Kleinen mit so 5 Wiederbelebungspriestern im Rücken. Da musste man erstmal an diese Priester rankommen. Also erstmal alles umbringen, dass man an die Priester rankommt. Und dann konnte man so langsam hoffentlich die Priester umbringen. Und da musste man sich nochmal gegen die ganze Horde mit der ganzen Horde anlegen, weil die schon alle wiederbelebt wurden. So, hier, jetzt gehen wir erstmal nach da unten rein. Ich hatte das hier übelst eingesprungenes Viech. Na? Aber ich habe doch, ach, natürlich halt jetzt nicht Shift gedrückt, sondern Caps Lock. Was haben wir hier? Ein Nest, okay. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus, durch dunkelste Magie verwandelt. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. War doch schon immer so, dass alles von Dämonen verdorben ist. So einen Schrein haben wir hier gerade gefunden und das hier ist, glaube ich, auch alles Müll, was wir soweit aufgesammelt haben. Oh, hallo. Eine rissige Tarnung im Vergleich zu einer beschädigten. Bringt gleich nochmal ein ganz paar Rüstungspunkte mehr. Haben wir hier. Ach, guck mal, da haben wir eine richtige Etage endlich mal gefunden. Plus 1 Stärke ist jetzt nicht so der Brüller für uns, aber wir nehmen das einfach, weil es sehr, sehr viele Rüstungspunkte bietet. Und den benutzen wir einfach mal. Und ihr seht, über uns leuchtet jetzt ein kleines Symbol. Dieses Schrein-Segen-Symbol. Und solange wir das eben haben, haben wir diesen Buff von dem Schrein drauf. So, diesmal schieße ich mal direkt auf das Nest durchgängig. Damit das hier gar nicht erst neue Fledermäuse ausspuckt. Und da oben sind schon wieder welche, genau. Hier, also die Hunde, die fressen mittlerweile ganz schön Schaden. Halt hier, aber und die rennen auch immer schon fast brutal nach vorne. Aber es ist einfach doch auch geschickt, weil es einem viel Arbeit abnimmt, um die ganzen Minions um sich rum zu haben.
Zumindest für mich. Wo rennen die hin? Zumindest für mich ist es ganz toll, weil ich mich dann vielleicht ein bisschen aufs Quatschen mehr konzentrieren kann. Und mehr so mit einer Hand spiele. Nee, aktuell eigentlich mit zweien. Weil ich mit der. Ach, hier oben fühlt sich jetzt zusammen. Weil ich jetzt gerade ganz gewissenhaft das endlich mal versuche, immer Shift gedrückt zu halten. Das ist nicht euer. Sekunde. Yeah. Ich brauche mehr Mana. Ach, du auch noch, oder was? So. Ja. Genau, ich versuche sie jetzt nämlich gerade, wahrscheinlich hat man es sogar schon gemacht, immer ganz gewissenhaft Shift gedrückt zu halten. Um hier nicht ständig mitten in die Viecher reinzurennen. Ersetzen wir mal. Wir haben schon hier unseren einen toten Hundi ersetzt. Und hier ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Kann ich noch irgendwas da? Kann ich noch was anklicken? Na, ein bisschen Gold noch, okay. Und jetzt geht's nach da hinten weiter. Oh, ich kann jetzt hier gar nicht laufen, wenn ich die Karte offen habe. Zwei Wege gibt's noch, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel dahinter, vermute ich mal. Und dann, ah ja, guck mal. Xia Sulfur, ein albtraumhaftes Wesen. Also auch wieder so ein Champion. Ich habe nicht genug Mana. Müsste die Kategorisierung für diese Art von Monstern sein. Champions. Und der Champion macht aber alleine auch nicht mehr viel. Außer, dass er nochmal schön explodiert ist. Und die abenteuerlichen Armschienen haben wir gefunden. Und da könnten wir jetzt eine Rüstung eintauschen gegen plus 1 Erfahrung per Gegner. Das ist wahrscheinlich komplett lächerlich, die eine Erfahrung. Aber wir nehmen es einfach mal, weil es Spaß macht. Hoffe ich zumindest, dass es Spaß macht. Na, du hast keinen Spaß mehr, wie es aussieht. Wir dafür umso mehr. Zumindest ich, oh. Hat sie mich da gerade geleckt? Ja, ja, das ist halt natürlich so der nächste großer Streitpunkt, wo man sagt, hätte für Diablo 3 wirklich ein Online-Zwang sein müssen. Ich meine, absolut vorbildlich ist Battle.net einfach weiter auszubauen, mehr Möglichkeiten im Multiplayer bieten zu wollen, inklusive bald nachfolgendem extra PvP-Modus. Aber wie ihr seht, hier habe ich eine Latenz von 181 Millisekunden. Das ist ganz schön heavy. Ich habe es wird jetzt wahrscheinlich auch gerade noch an den krass ausgelasteten Battle.net-Servern liegen hier am Erscheinungstag. Aber mal ganz ehrlich, wir gehen erstmal in die Ebene 2 natürlich runter. Mal ganz ehrlich, muss das echt sein, dass ich hier ständig online bin, um alleine zu zocken? Ich weiß, es haben viele durchgekaut. Meine Kraft wächst gewaltig. Es haben schon viele gemeckert über dieses Thema, aber es ist halt nun mal sowas, was man sich automatisch fragen muss, wenn man das Spiel jetzt spielt und selber damit konfrontiert ist. Und ich bin definitiv nicht großartig begeistert davon. So, eine schöne neue Lederhose haben wir auf jeden Fall gerade bekommen, die sehr, sehr viel mehr Rüstung macht. Und da haben wir jetzt, glaube ich, auch so ein Röckchen an. Schauen wir jetzt. Wir ziehen sie einfach mal aus. Genau, ihr seht, da hat er jetzt hier nur so seinen Ländlerschutz an, über seinem Bäuchlein. Und hier kriegt er jetzt so einen richtigen Rock noch und seitliche Beinschienen aus bisschen Metall und Blättern, wie es aussieht. Guti. Naja. Ja, also Thema Online-Zwang. Meiner Meinung nach total bescheuert, weil es halt einfach nur mal wieder eine Methode des Kopierschutzes ist. Ja, meine Güte, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu wirklich großartig sagen soll. Ob ich das jetzt einsehe, dass es nötig ist, oder ob man hier jetzt wieder anfangen könnte mit der Kriminalisierung des Benutzers und des Spielers zu argumentieren, indem man einfach alle zu potenziellen Raubkopierern macht.
wie immer, wenn es halt in die Philosophie und in die Ethik abdriftet, erstmal ein paar untote Champions klatschen. Mana. Und dann den Monolog damit abschließen, dass es nichts bringt, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, weil wir schon wieder fast komplett voll sind. Ist ja krass. Ja, weil es einfach in der Natur dieser philosophischen Diskussionen ist, dass es, dass man hier eben über das Gute im Menschen sprechen könnte und sagen könnte, nein, wenn den Leuten das Spiel gefällt oder wenn die Leute ein Spiel haben wollen. Und aha. Okay. Und das Zeug eben auch haben wollen, dann kaufen sie sich das Spiel auch, wenn sie finden, von vornherein finden, dass ihnen das wert ist. Oh, die nehme ich jetzt. Oder man kann eben davon ausgehen, dass sich der Benutzer es dann doch versuchen wird, das Spiel dann raub zu kopieren, wenn er es denn nur kann. Ja, beide Positionen haben ihre Rechtfertigung irgendwo, weil man beides einfach beobachten kann. Und genau deswegen ist es eben so müßig, sich darüber zu unterhalten, weil man niemals zu einem wirklichen Ergebnis kommen wird dabei.